Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Traden auf Wolke 7 mit Martin Görsch. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr noch diesen Termin haben und ich darf verkünden, aber das haben wir auch letztes Mal schon gemacht, dass wir auch nächstes Jahr mit der Webinarreihe weitermachen können und dürfen. Freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank, Martin. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind. So, ich bin es jetzt nicht, der zu sehen ist, aber sehr gut. Ja, bevor ich aber jetzt an den Martin übergebe, wie immer, kurz den Risikohinweis, der muss an der Stelle noch sein, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Martin uns seine Ideen heute zeigt. Und nichtsdestotrotz nehmen Sie das nur als, ja, als Input und die Entscheidung müssen Sie selber treffen. Und an der Stelle übergebe ich auch direkt den Bildschirm, denn der Markt hat sich heute ein bisschen bewegt, glaube ich. Und ich bin gespannt, was Martin uns dann heute zeigt. Also viel Spaß und viel Erfolg. So, ja, dann bin ich mal so frei und übertrage direkt mal den Bildschirm. Vielen Dank, Nelson, für die kleine Einführung. Ja, freut mich, dass wir wieder hier zusammengekommen sind heute zum Ichimoku-Webinar. Das ist ja quasi unser monatlich wiederkehrendes Analyse-Webinar, wo wir uns ja auch immer mal wieder anschauen, was die Gesamtmärkte so machen. Und auch das werden wir heute definitiv wieder tun müssen, denn ja, es sieht alles ein bisschen nach Korrektur aus im Moment, ne? Wir haben zwar in der letzten Woche nochmal ordentliche Käufe gesehen, aber das werden wir uns gleich mal anschauen, wie das denn im Moment einzuordnen ist und was wir als Händler jetzt im Prinzip daraus machen müssen. Denn am Ende müssen wir uns ja immer überlegen, wie wollen wir uns positionieren, ne? Wollen wir eher auf der Long-Seite sein? Wollen wir eher auf der Short-Seite sein? Wollen wir das vielleicht ein bisschen ausgeglichen halten? Und dafür werden wir uns heute auf jeden Fall mal den State of the Market wieder anschauen. Also mal gucken, wo wir uns momentan befinden. Der Nelson war gerade schon so freundlich, hat darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um eine Anlageberatung oder Kauf- oder Verkaufempfehlungen für irgendwelche Produkte handelt, auch wenn wir hier in die Analysen reingehen und uns natürlich auch die Charts anschauen. Und was ich hier gerne noch ergänzen würde, ist, dass wir am Ende ja alle irgendwo Trader sind hier und von daher ist davon auszugehen, dass wenn ich hier Werte anschaue, dass ich zum Teil in diesen Werten schon investiert bin oder plane dort zu investieren. Ich gebe ja hier auch immer meine Meinung zu den einzelnen Aktien ab. Das ist wie gesagt meine subjektive Meinung. Aber bitte immer dran denken, eventuell bin ich auch nicht ganz objektiv, weil ich vielleicht schon die ein oder andere Position halte. Das bitte also auch immer noch mal mit berücksichtigen. Okay, ansonsten würde ich sagen, wir machen hier gar nicht groß drumrum, sondern gehen direkt in die Charts. Ich werde jetzt auch mal mein Video hier wieder abschalten. Dann ist das übertragene Bild einfach etwas größer. Und das ist ja das, wo der Fokus hier drauf liegen soll und nicht darauf, wie toll der Referent hier aussieht. Ja, okay. Also, ich würde sagen, wir starten mal hier mit dem S&P 500. Da sehen wir natürlich erstmal von Ichimoku-Seite her, dass das alles sehr, sehr bullisch aussieht. Na, wir befinden uns hier über der Wolke. Wir befinden uns oberhalb der gleitenden Durchschnitte. Wir sehen, dass die blaue Linie hier über dem Kurs ist. Das ist am Ende alles bullisch, was hier läuft. Aber es ist eben mittelfristig bullisch. Ne? Kurzfristig kann das ganze Bild hier auch mal gerne ganz anders aussehen. Und da werden wir uns auch noch ein, zwei Sachen heute zu anschauen. Was wir hier auf jeden Fall beachten müssen, das ist ja auch das, was wir regelmäßig hier in den Analysen machen, ist, dass wir erkennen müssen, dass wir hier oben an einem ganz starken Widerstandslevel liegen, nämlich überhalb der 4.700-Punkte-Marke. Und da sind wir heute auch schön reingelaufen, im Vormittagshandel, also quasi im US-Nachthandel, ging das Ganze hier schön sauber nach oben. Wir haben nochmal das Vorwochenhoch überschritten. Ja, und jetzt kommt hier gerade das böse Erwachen seit der Nachmittagssession. Im Prinzip so seit ungefähr 14 Uhr sind wir hier auf dem Weg nach unten und wer ein bisschen die News verfolgt, oder vielleicht auch so ein News-Ticker hat,
den er sich regelmäßig anschaut, der kriegt vielleicht auch eine kleine Idee schon, warum das im Moment hier so ist. Das, was hier gegen 14 Uhr heute über die Ticker gekommen ist, ist auf der einen Seite erste Omikron-Fälle, die in China bestätigt worden sind. Und auf der anderen Seite haben wir von Großbritannien gehört, dass es dort anscheinend inzwischen den ersten Omikron-Corona-Toten gibt. Und das ist jetzt wieder mal was, was die Märkte hier kurzfristig arg nervös macht. Und am Ende kommt eben noch dazu, dass wir anscheinend in etwas schwierigere Situationen bezüglich Weißrussland reinlaufen, dass es da jetzt schon wieder Drohungen gab, Gaslieferungen nach Europa nicht mehr auszuführen, wenn da weiter sanktioniert wird. Dann haben wir die ganze Problematik, dass wir eventuell vor kriegerischen Auseinandersetzungen in diesem Bereich stehen, dass Russland vielleicht auch versucht, in der Ukraine ja was an den Start zu bringen. Also wir haben im Moment etwas schwierige weltpolitische Lagen. Wir haben die ganze Corona-Angst, die hier wieder aufkeimt im Prinzip, seit wir diese Omikron-Variante am Markt haben. Und wir haben on top jetzt noch am Mittwoch die Notenbank, US-Notenbank-Sitzung, wo momentan damit gerechnet wird, dass Powell doch deutlich hawkischer wird, als er vorher war. Nämlich, dass hier die Höhe des Tapering, also des Zurückfahrens der Anleihenkäufe, dass diese Geschwindigkeit, also die Höhe, in der zurückgefahren wird, eventuell verdoppelt wird. Ja, und das wäre natürlich etwas, was den Markt hier auch kurzfristig hart treffen könnte. Und wir sehen es auch über die ganzen letzten Tage schon, insbesondere an den Werten, die in den Bereich Wachstumsunternehmen gehören, die noch keine Gewinne generieren. Die werden hier momentan ziemlich hart zusammengeprügelt. Und das ist also etwas, wo wir uns auf jeden Fall das Ganze anschauen müssen. Ja, und charttechnisch, wie gesagt, wir haben hier oben um 4.700 das große Widerstandslevel im S&P 500. Wer sich vielleicht noch an die letzte Session erinnert, die war hier, glaube ich, am 8. November. Da sind wir das erste Mal hier oben in diesen Bereich reingelaufen. Da hatten wir so eine schöne Rallye im Prinzip über die letzten 4 Wochen hinter uns, die wirklich außerordentlich war, und haben da aber auch festgestellt, dass wir ganz schlicht und, wenn wir realistisch sind, damit rechnen müssen, dass dieser Bereich hier unten um 4.550 Punkte, nämlich dieses alte Hoch und dieses Tief hier drüben, dass dieser Bereich nochmal getestet wird innerhalb der nächsten Tage. Und das ist auch genau das, was hier passiert ist. Wir haben diesen Bereich getestet und haben danach dann in der letzten Woche hier doch deutliche Käufe gesehen. Und da muss ich ganz ehrlich sein, diese Käufe, die habe ich nicht wirklich verstanden. Also ich weiß nicht, was den Markt hier fundamental nach oben getrieben hat. Besonders positive Nachrichten haben wir am Ende nicht in den Nachrichten gehabt. Das Einzige, was kam, waren etwas versöhnlichere Töne gegenüber Omikron aus den USA. Das kann ein Katalysator gewesen sein, der hier insbesondere am Dienstag war es, glaube ich, hier für viel Druck nach oben gesorgt hat. Am Ende erscheint mir dieses Bild, was wir hier sehen, mit dieser sehr langen grünen Kerze und dann eben dieser Seitwärtskorrektur, in der wir uns jetzt befinden, erscheint mir sehr nach Short Squeeze, ja, dass also hier wirklich Short Squeezes gelaufen sind von Marktteilnehmern, die sich in dieser ersten Abwärtsbewegung hier auf der Short-Seite positioniert haben und dass die dann in die steigenden Märkte hier aus den Indizes, aus den Short-Index-Positionen wieder rausgedrückt worden sind. Wenn wir uns den Dow anschauen, dann sehen wir hier eine sehr, sehr negative Variante heute am Tageschart, nämlich einen sogenannten Bearish Engulfing. Ja, prinzipiell sehen wir, dass der Dow etwas schwächer ist als der S&P 500. Na, ich gehe noch mal kurz auf den S&P. Da sehen wir, hier war dieser letzte Tiefpunkt deutlich oberhalb der Wolke, deutlich oberhalb der Ichimoku-Wolke. Der Dow, der hat zum gleichen Zeitpunkt diese Wolke hier schon nach unten durchstoßen, ist also insgesamt vom Bild her erstmal deutlich negativer, deutlich bearischer. Und hier sehen wir auch, dass diese blaue Linie inzwischen wieder unterhalb des Preises läuft. Also da sind auch die ersten negativen Sequenzen hier aus dem Ichimoku-Chart, im Prinzip aus dem Ichimoku-Indikator ablesbar. Und auch, dass hier jetzt die rote Linie unterhalb der violetten läuft, ist erstmal nicht mehr positiv. Ja, also hier fängt das Ganze schon so ein bisschen an zu kippen. Und jetzt haben wir eben heute
dieses fiese Bearish Engulfing hier drin, was typischerweise, wenn es denn alles ganz normal läuft, im Prinzip dafür steht, dass wir damit rechnen sollten, innerhalb der nächsten Tage hier eine weitere Abwärtsbewegung zu sehen. Bearish Engulfing bedeutet am Ende nichts anderes als so eine bearische Reversal-Kerze. Wir haben also hier in der vorbörslichen Session noch ein neues Hoch gemacht, sind auch hier übers Wochenhoch drüber gegangen und schließen jetzt, wenn die Kerze denn so negativ bleibt, unterhalb des Tiefs von Freitag und sind auch deutlich unterhalb des Tiefs von Freitag hier rangelaufen und haben also ein Tief unter dem Freitagstief gesehen, mit einem Hoch deutlich über dem Freitagshoch, und dementsprechend ist das hier ein Outside-Bar und ein Outside-Bar an so einer Top-Bildung, der dann eben auch noch negativ ist und eventuell hier auch stark negativ schließt. Das ist ein sogenannter Bearish Engulfing Bar, und da können wir davon ausgehen, dass die Bewegung sich hier nach unten weiter fortsetzt. Das Ganze hatten wir schon mal im S&P, und zwar hier oben, wenn wir uns das anschauen. Hier in dieser Situation, wo das Allzeithoch ausgebildet worden ist, da hat der S&P das neue Allzeithoch gemacht, deutlich übers Hoch des Vortages hinausgeschossen und hat dann unterhalb des Tiefs des Vortages geschlossen. Bearish Engulfing im Prinzip, ja, was ist gelaufen? Wir sind die paar nächsten Tage deutlich weiter abwärts gelaufen. Im Nasdaq das Bild nicht anders. Na, schauen wir uns das hier mal an, sehen wir es noch viel, viel deutlicher. Na, also ein ganz klarer Outside-Bar, negativ rot, sehr negativ geschlossen, und die nächsten Tage geht das Ganze weiter abwärts. Und das ist die Bewegung heute. Ja, sieht im Prinzip ganz genauso aus, nur dass die Differenzen zwischen den beiden Bars nicht so groß sind wie hier am Allzeithoch. Aber im Prinzip sehen wir hier genau das Gleiche wieder. Also auch hier müssen wir davon ausgehen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir vielleicht hier die Wolke testen. Also, das sieht im Moment alles nicht so ganz positiv aus. Im DAX hatten wir quasi sogar hier so einen doppelten bearischen Engulfing. Ja, hier an dieser Stelle. Na, da sehen wir das. Das war die erste bearish Engulfing-Kerze. Die war über dem Hoch und unter dem Tief. Und die nächste war dann über dem Hoch und unter diesem Tief hier. Ja, und naja, ich glaube, über die Bewegung, die hier im Anschluss gelaufen ist, brauchen wir nicht groß reden. Also das ist ungefähr das, was man erwarten kann. Auch hier haben wir noch mal eine bearish Engulfing. Ja, das ist ungefähr das, was man erwarten kann von diesen Kerzenformationen, wenn sie sich entwickeln, dass wir danach deutlich weiter Druck nach unten kriegen. Auch hier haben wir sowas, ja, am bärischen Outside Bar, Reversal Kerze, die nächsten 2 Tage dynamisch nach unten. Also, das ist das, womit wir momentan rechnen müssen. Und dazu kommt noch etwas anderes, und zwar das hier würde ich gerne kurz nochmal zeigen. Das, was wir jetzt hier drauf haben, ist eine relativ wichtige Geschichte momentan. Nämlich, wir schauen uns hier an in einem Indikator, welcher Prozentsatz der US-Aktien sich momentan noch oberhalb des 50er gleitenden Durchschnitts befindet. Und das ist der aktuelle Stand hier in Realtime quasi. Da sehen wir ungefähr 28,5% der US-Aktien notieren noch über dem 50er gleitenden Durchschnitt. Der Umkehrschluss ist, dass ungefähr 72% der Aktien unterhalb ihres 50er gleitenden Durchschnitts sind. Und das wohlgemerkt in einem Bereich, ja, wo der S&P hier oben in der Nähe des Allzeithoch steht. Das ist also eine Situation, die ist alles andere als gesund. Wir haben hier momentan überhaupt keine Marktbreite in dieser zuletzt noch bestehenden Rallye. Das sind also ganz, ganz wenige Unternehmen, die die Indizes hier hochhalten oder eben auch weiter nach oben pushen. Im Prinzip seit Wochen, ja, die starken Kandidaten, eine Microsoft, eine Google, eine Apple, sehr stark in der letzten Zeit. Ja, das sind also alles Werte, ne? Apple, die größte Einzelaktie momentan, das größte Unternehmen der Welt, steht wenige Cent quasi entfernt von einer 3 Billionen Marktkapitalisierung, 3 Billionen US-Dollar, und ist damit also größer als das ein oder andere Land. Ja, was wir auf der Welt zu bieten haben. Also Apple brutal momentan, und das hält die Indizes oben. Wenn ich jetzt aber tatsächlich sehe, dass hier mehr als 70% der Aktien per Definition unterm 50er gleitenden Durchschnitt quasi schon in einem Abwärtstrend sind, boah,
dann möchte ich hier nicht mehr long only sein. Okay, und das ist genau der Grund, weshalb wir uns das Ganze hier anschauen. Wir sind also jetzt im Vergleich zu der Session von vor 4 Wochen in einer Situation, wo ich sage, da bin ich gerne dabei, auch mal die ein oder andere Position auf der Short-Seite zu traden. Prinzipiell müssen wir jetzt hier deutlich vorsichtiger sein. Wir müssen uns also für Long-Situationen wirklich die Werte raussuchen, die eine hohe relative Stärke haben, die ein gutes Momentum vielleicht noch zeigen, die deutlich besser performen als der Durchschnitt. Die können wir weiterhin für die Long-Seite in Betracht ziehen, aber der Großteil des Marktes ist dann vielleicht auch eher mal für die Short-Seite zu sehen. Das müssen wir uns ja also auf jeden Fall für heute mal im Hinterkopf behalten, wie hier momentan die Situation am Markt ist. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, schauen wir mal, was seit den letzten 4 Wochen hier passiert ist. Ich bin hier mal in der Longliste. Das sind also bis auf einen hier alles Werte, die beim letzten Mal noch offen waren. Und da will ich einmal kurz durchgehen, wie das in den einzelnen Werten hier gelaufen ist. Also wir hatten die Analog Devices auf der Long-Seite. Die ist hier bis kurz vors Ziel gelaufen und hat dann ja, relativ knapp vorm Ziel im Prinzip gedreht. Und wenn wir uns jetzt nochmal vielleicht erinnern, was wir uns gerade bei den Indizes angeschaut haben, und wir gucken mal kurz, was das hier für eine Kerze ist. Ich mache es vielleicht nochmal so, dass auch die vorige Kerze hier noch mit drin ist. Ja, ouch. Na, das ist so eine bärische Reversal-Kerze, genau das, was wir eigentlich am Markt nicht sehen wollen. Na, und da muss ich ganz ehrlich sagen, hier war ich schlicht und ergreifend zu langsam hinterher, habe mir das hier nicht verantwortungsbewusst genug jeden Tag angeschaut und hätte im Prinzip hier mit dem Ausbruch nach unten die Position schließen müssen. Das ist nicht passiert. Ich habe das Ganze hier noch eine Weile weiter traden lassen. Der Stop lag hier unten bei 169,60, war schon hinterhergezogen, also im Prinzip schon Risiko reduziert. Aber ja, am Ende bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, als eben abzuwarten, ob dieses letzte Tief hier noch unterschritten wird. Dementsprechend ist der Stop hier inzwischen angepasst. 175,75 liegt der momentan minimal im Gewinn. Also das ist mehr oder weniger dann ein Break-Even-Trade, der hier rausgeht. Ist natürlich immer ein bisschen schade, gerade wenn man hier wirklich so kurz vorm Ziel war, dann sollte sowas idealerweise nicht mehr passieren. Aber das, worauf wir jetzt eben achten müssen, ist, ob sich hier nach dieser ABC-Korrektur, die wir hier gesehen haben, ob sich nach dieser ABC-Korrektur hier im Prinzip jetzt ein neuer Abwärtstrend etabliert, wo wir also das erste Mal dann hier quasi Sequenzen haben, fallender Hochs und fallender Tiefpunkte. Und dementsprechend möchte ich dann auch an dieser Stelle hier allerspätestens aus der Position raus sein. Denn dann ist nicht nur der übergeordnete Aufwärtstrend gebrochen, der ja hier schon quasi das erste Mal verletzt worden ist, sondern dann sind wir tatsächlich in einem intakten Abwärtstrend und dann möchte ich diese Position noch nicht mehr im Depot haben. Rausgeflogen sind wir in der Zwischenzeit bei Royal Caribbean. Da muss man sich jetzt im Nachgang auch fragen, ob wir da vielleicht doch etwas zu gierig waren. Aber am Ende sah zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier oben in den Widerstandsbereich reingelaufen sind, hier oben, sah das Ganze recht gut aus. Wir haben eine hohe Dynamik gesehen im Markt. Wir haben gesehen, dass sich viel von dieser Corona-Panik hier verflüchtigt über die letzten Tage. Naja, und dann kam uns hier tatsächlich Omikron in die Quere. Dann ging das Ganze hier los mit sehr dynamischen Abwärtsbewegungen und der Stop war hinterhergezogen, das Risiko war reduziert und wir sind dann hier mit einem minimalen Verlust im Prinzip aus der Position ausgestoppt worden, an dem Level, wo eben vor 4 Wochen quasi schon der Stop-Loss lag. Ja, also der Stop ist gezogen worden und damit kann diese Position jetzt hier aus der Longliste raus. So, der kommt weg. Der nächste Wert, der hier noch offen war, war Landing Club. Landing Club war die Idee, dass wir gerne hier einen Ausbruch gesehen hätten aus dieser Bull Flag nach oben, damit sich das Ganze weiter fortsetzt. Das ist nicht passiert. Wir sind am 8. waren wir hier in diesem Bereich. Na, da sind wir gerade hier runtergekommen. Und hatten gesagt, wenn wir sehen, dass wir hier eine neue Aufwärtsbewegung kriegen, dann haben wir die Möglichkeit, den Stop hinterherzuziehen.
Es kam keine neue Aufwärtsbewegung, sondern ich fahre das hier mal ein bisschen größer. Das, was wir hier gesehen haben an Bewegung, war eben na, im Prinzip hier so ein kleiner, das ist noch die ABC-Bewegung und dann ging das Ganze hier nochmal nach oben, ist dann im Widerstandsbereich gescheitert und dann haben wir am Ende die gleiche Situation gehabt wie die, die wir gerade uns bei Analog Devices angeschaut haben. Da gehörte der Stop dann an dieses Niveau hier. Denn mit dem Durchbruch unter dieses letzte Tief war dann hier der Abwärtstrend intakt und dann möchte ich eben auch in so einer Long-Position nicht mehr drin sein. Hier sind wir mit einem ganz schönen Gewinn rausgekommen. Es wäre deutlich mehr drin gewesen, wenn man aggressiver hinterhergegangen wäre. Aber ich möchte eben bei diesen Swing Trades, wo wir hier im Prinzip auch nur alle 4 Wochen mal die Positionen besprechen, keine zu schnelle Handelsfrequenz drin haben. Deswegen war das völlig in Ordnung, wie das hier gelaufen ist. Aber Landing Club ist raus, die Position kann also auch rausgenommen werden. Dann haben wir eine Position, die wir leider verloren haben hier, die S&P Global. Sehr, sehr schade, zumal es hier sehr knapp war. Aber hier war es eben auch so, am 8. waren wir in diesem Bereich hier drüben und haben gesagt, in dem Moment, wo wir noch einmal Kurse oberhalb 468 hier sehen, oberhalb dieses Levels, in dem Moment ziehen wir den Stop-Loss hinterher. Und das habe ich eben auch gemacht, so wie es angekündigt worden ist. Habe in dem Moment, wo wir hier durchgelaufen sind und oben geschlossen haben, den Stop an dieses Level hier hinterhergezogen. Und dann sind wir in dieser kleinen Korrektur, die dann hier gelaufen ist, wo im Prinzip die Wolke nochmal getestet worden ist. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Aber da sind wir eben ausgestoppt worden. Kleiner Gewinn. Naja, jetzt läuft die Aktie weiter, hat jetzt hier heute gerade wieder ein neues Hoch gemacht, also weiterhin sehr, sehr bullisch das Ganze. Gefällt mir gut, aber hier kommen wir jetzt erstmal nicht mehr rein. Dementsprechend kommen die auch weg. Expedia, das Ding ist uns komplett um die Ohren geflogen. Da hatten wir hier einen Ausbruch, ja, ein schönes Momentum nach guten Zahlen auch. Haben in die Bewegung rein, ins Momentum rein, hier aggressiv reingekauft, den Stop hier unten am letzten Tief. Ich fahre das Ganze mal ein bisschen größer, dann sieht man, warum das hier so gelaufen ist, warum ich hier so aggressiv auch hinterher war, diesen Bereich zu traden. Das war ein ganz wichtiges Ausbruchslevel über dieses letzte Hoch. Aber naja, was soll man sagen, ne? Klassischer Fehlausbruch und dann unten am Initial Stop abgeholt. Also hier haben wir seit langer Zeit mal wieder das, was wir an Ursprungsrisiko bereit waren, hier einzugehen, haben wir in der Expedia-Aktie hier abgegeben und dementsprechend kommt die hier auch raus. Uniper Networks ist eine Aktie, die haben wir jetzt noch im Depot. Die hat sich hier sehr gut entwickelt, entwickelt sich auch heute weiterhin hier sehr gut. Vielleicht noch mal kurz der Trigger, der uns hier zum Einstieg animiert hat. Wir haben hier also zum einen diese positive Kreuzung hier gehabt zwischen Rot und Violett. Das war das Signal, was wir am Markt gesehen haben, was wir am 8. hier uns angezeigt haben, also haben anzeigen lassen. Das war unser Ichimoku-Signal. Und die Kombination aus diesem Ichimoku-Signal und diesem sehr bullischen Wimpel, der hier gelaufen ist. Na, wenn wir uns das mal kurz anschauen, ich zeichne das gerne nochmal hier ein. Also das war die Wimpelformation, die wir im Chart hatten. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an. In der Aufwärtsbewegung, ja, haben wir hier ein ordentliches Volumen am Markt. Und dann kommt das Volumen hier runter. Und in diesem Wimpel ist das Volumen eben immer geringer geworden. Und das ist ein schönes Zeichen für mich, wenn ich sehe, dass wir während der Aufwärtsbewegung hier ein sehr großes Volumen haben. Und in dieser Seitwärtskorrektur hier ein sehr kleines Volumen, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass diese Bewegung sich nach oben weiter fortsetzen will. Und dementsprechend hatten wir uns an diesem Zwischenhoch hier positioniert und haben gesagt, wenn der Kurs hier drüber läuft, dann nehmen wir eine Long-Position, hatten gesagt, wir nehmen ein 2 Dollar Risiko pro Aktie, ja. Haben 150 Aktien hier gehandelt, 300 Dollar Risiko, das ist ungefähr die Größenordnung, mit der wir hier unterwegs sind. Und dann hat die Bewegung angefangen, sich zu entwickeln. Dann haben wir hier nochmal ein Retracement gesehen, da hatten wir auch keine große Möglichkeit, irgendwie schon mal einen Stop hinterherzuziehen, dafür waren einfach die Korrekturen zu gering. Und im Prinzip
war das hier tatsächlich die Idealbewegung. Ja, das war eine schöne bullische Flagge, die sich hier entwickelt hat. Wir haben einen schönen bullischen Ausbruch gekriegt und mit dem Ausbruch hier über die 33 ist dann der Stop auch an die 30 hier hinterhergegangen. Also Risiko ist reduziert und das, worauf wir jetzt warten, ist Erreichen des Kursziels. Ja, Kursziel liegt hier oben bei 35. 35 kann ich vielleicht noch mal kurz zeigen, wo das herkommt. Das ist ein ganz simples Trading-Kursziel. Wir finden unsere Kursziele hier relativ einfach immer, indem wir uns schlicht und ergreifend vom letzten Hoch hier die letzte Korrektur anschauen. Das ist diese. Und diese letzte Korrektur bringt uns hier in den Bereich 35, 35 mit dem Kursziel. Ja, das ist also ein Kursziel, was ich hier nochmal angepasst habe, nachdem wir diese erste Korrektur nach dem Einstieg im Markt gesehen haben. Na, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, diese Ziele zu finden. Und das ist eins, was ich recht gerne benutze. Was man genauso gut machen kann, ist, dass wir sagen, wir nehmen die Höhe der Bewegung, die uns in diesen Wimpel geführt hat. Das ist diese hier. Und projizieren diese Bewegung an das Ausbruchslevel oder an den unteren Bereich hier des Wimpels, ja, also an die Korrektur in dieser Korrekturformation, also ans Tief der Korrekturformation. Und da kommen wir tatsächlich hier zum gleichen Kursziel. Und von daher ist das ein guter Bereich hier oben bei 35, 35 dann die Position auch zu schließen. Sollten wir heute hier einen starken Close sehen auf diesem schwachen Gesamtmarkt, den wir momentan haben, dann wäre ich bereit, mit dem Stop hier an das letzte Momentum zu gehen, also den Stop dann hier am Ende des Tages heute so Richtung 32, 66 zu setzen. Das wäre also das, was ich hier erwarten würde. Also, die brauchen wir nicht. Ja, das ist der Plan für die laufende Position. Dann hatten wir eine weitere Position noch, die NetApp. Die haben wir auch vor 4 Wochen aufgebaut, hier in diesem Ausbruch nach oben. Hatten hier auch über die Range eigentlich ein ganz schönes Kursziel. Aber das hat alles nichts geholfen. Na, wir sind hier am 8. Ausgeführt worden mit diesem kleinen Break über die Zwischenhochs. Und kurz danach sind wir hier unten schon am unteren Bereich der Range wieder ausgestoppt worden. Das ist also der zweite Trade, der dann hier mit Verlust rausgegangen ist. Okay, von heute habe ich einen Trade hier schon drin, First Energy, da schauen wir gleich noch drauf. Der ist in die Long-Richtung gelaufen und dann haben wir einen in der Short-Richtung. Aber dafür gehen wir jetzt erstmal hier in die Signale rein und schauen mal, was uns aktuell hier angeboten wird. So, also, oh, fiese Bewegung hier, ne, in der Harley-Davidson heute. War vorbörslich hier schon 12-13% im Gewinn, also lag schon 12-13% vorne, kommt jetzt hier sehr dynamisch runter heute. Was ist hier passiert? Hier gab es einen Merger von der Elektrosparte von Harley-Davidson. Da wird also gerade ja quasi eine neue Firma geboren, die dann den Schwerpunkt auf E-Bikes hat, also auf E-Motorräder. Ja, EV, wichtiger Bereich gerade. Ne? Das hat also heute hier vorbörslich zu einer schönen Party gesorgt und na, sorgt jetzt im Moment hier für ordentliche Ernüchterung. Okay. So, schauen wir mal kurz, was wir an Signalen hier drin haben. Wir wissen jetzt, wir wollen durchaus auch schon Short-Setups umsetzen. Von daher müssen wir uns heute nicht nur die Long-Seite, sondern auch die Short-Seite angucken von Signalen, die entstanden sind. So, den Chat habe ich offen. Falls also Fragen sind oder es vielleicht auch irgendeine Aktie gibt, die ihr gerne mal hier gecheckt haben wollt von Seiten des Ichimoku und des Gersh Trend, dann können wir das gerne machen. Weil das sind natürlich die beiden Dinge, auf die wir hier achten. Ja, Ichimoku Charts und Gersh Trend in Kombination. Und damit versuchen wir uns jetzt hier unsere Setups irgendwo zu erarbeiten. Also ich gehe zuallererst mal auf die Setups, die jetzt hier neu sind, die also ganz frisch jetzt von heute reingekommen sind. Und die schon ein paar Mal zugeschaut haben, die wissen das. Das sind die dunkelroten und die dunkelgrünen. Die hellroten und die hellgrünen, die haben noch Bestand von gestern, also quasi von Freitag, immer vom vorigen Handelstag.
Da können wir dann drauf schauen, wenn sich hier irgendetwas ergibt, was, also wenn sich hier nichts weiter ergibt, was wir in den aktuellen Signalen machen können. Und wir sehen auch, das sind Realtime-Signale. Ja, die Marathon Petroleum hatte eben noch ein Signal und jetzt ist sie gerade hier wieder raus. Also, das sind wirklich auch Realtime-Geschichten, die hier laufen und von daher ist das, was hier drin ist, ganz frisch. So, also was haben wir hier auf der Short-Seite? Occidental Petroleum. Vielleicht nochmal kurz fürs Vorgehen. Das, wo wir eher nicht so drauf schauen, sind diese Werte, bei denen der Hintergrund in der Görsch-Trendspalte hier ja, so gelblich ist. Da haben wir nämlich keine klare Entscheidung von Seiten unserer Trendindikatoren. Und das, was wir als Grundbedingung haben wollen, um eine potenzielle Short-Position aufzubauen, ist natürlich immer ein Görsch-Trend auf der Wochenbasis und ein Görsch-Trend auf Tagesbasis, die in die ja, anvisierte Handelsrichtung im Prinzip sich bewegen. Und da sehen wir jetzt hier schon auf der Woche, dass wir jetzt die dritte Woche in Folge hier schon die Richtung wechseln. Also wir kommen hier von der grünen Seite. Sind dann, ich vergrößere das Ganze mal kurz. Ja, kommen also hier ganz klar von grün, also von einem intakten Aufwärtstrend, haben jetzt hier einmal abwärts gedreht, in der Woche drauf wieder aufwärts, dann wieder abwärts. Und jetzt stehen wir hier gerade bei minus 0,1. Deswegen ist hier auch gar kein Bar zu erkennen, weil der so klein ist, dass der kaum noch da ist. Und das fällt für mich hier schon mal weg. Also eine Aktie, die hier jetzt seit 4 Wochen inzwischen richtungslos seitwärts pendelt, das ist jetzt nichts, wo ich mich hier unbedingt umtun muss. Ja, aber vielleicht ist es noch mal ganz interessant zu sehen, von wann an der Görsch-Trend hier gedreht hat. Bei der Occidental Petroleum ist es hier im Oktober 2018 gewesen. Und dann sehen wir hier diese gesamte Abwärtsstrecke. Die gesamte Abwärtsstrecke, da sind wir hier gekommen von dem Bereich 74, 75 Dollar runter bis, na, hier im Tief lagen wir so bei 8,74 $. Über die gesamte Zeit haben wir hier einen sehr stabilen Abwärtstrend gesehen, einen sehr stabilen Görsch-Trend-Indikator, der uns im Prinzip das ermöglicht, hier diese ganze Abwärtsbewegung auch mehr oder weniger zu traden. Ja, jetzt schauen wir mal, ab wann wir das erste Mal hier wieder positiv gedreht haben. Das war mit dem Überschreiten hier der 21, mit dem Überschreiten der 21, 22-Dollar-Marke. Also quasi gleichzeitig mit diesem Ausbruch hier, mit diesem charttechnischen Ausbruch nach oben. Dann hatten wir hier nochmal 1, 2 Wochen Abwärtsbewegung und direkt in der Folgewoche ging das Ganze dann hier schon wieder bullisch nach oben raus. Im Prinzip ist das, was wir hier gesehen hatten, noch sowas wie eine Bull Flag. Na, kleine Bull Flag im Markt, nach oben verlassen, positiver Görsch-Trend und von da an war das Ganze definitiv auf der Long-Seite zu nehmen. Und da hatten wir hier auch ordentlich was zu verdienen. Ja, also bis hier oben waren das mal fast 50%, die Aktie gemacht hat. Da war dann hier auch das Top erreicht und dann sind wir relativ schnell mit dem Trendindikator auch wieder nach unten gekommen. Und von da an hat das Ganze dann eben auch nicht mehr so viel Spaß gemacht auf der Long-Seite. Ja, aber das vielleicht nur mal kurz, um so ein bisschen eine Idee zu kriegen, wie dieser Indikator arbeitet und zu sehen, dass der auch wirklich relativ schnell sich auf neue Situationen einschießt. Na? Und hier sehen wir halt die aktuelle Situation, Seitwärtsbewegung und dementsprechend ist das also nichts, was ich hier momentan traden möchte. Kohls, KSS. Hier sieht das Ganze deutlich bearischer aus. Ja, wir haben am Freitag hier noch so einen schönen Reversal gesehen, haben hier grün geschlossen und rutschen jetzt gerade unter dieses letzte Tief. Schauen wir uns das einmal kurz auf dem Wochenchart an und dann sehen wir auf dem Wochenchart, ja, sind wir so ein bisschen unentschieden gerade. Wir kommen hier ganz klar aus dieser Abwärtsbewegung und haben dann aber hier einmal das Zwischenhoch überschritten. Ja, damit ist das Ganze nicht mehr so super bearish. Ja, allerdings haben wir keinen Wochenschlusskurs gesehen oberhalb dieses Hochs. Das spricht also dafür, dass wir vielleicht in der Abwärtsrichtung hier noch nicht fertig sind. Gucken wir uns einmal an, wo das nächste große Unterstützungslevel liegt. Das liegt hier unten tatsächlich erst. Und da sind wir dann im Bereich, ich zeichne das gerade mal hier über die Plattform selber ein.
Da sind wir dann hier so im Bereich um 41 Dollar. Da liegt tatsächlich erst das größere Unterstützungslevel. Also durchaus noch Luft nach unten hier aus dem Wochenchart. Wie sieht es im Tageschart aus? Da können wir hier auch noch mal kurz reingucken. Da sehen wir, wir waren sehr dynamisch hier im Auftrieb in der Kohl's Corporation von 21 Dollar rauf auf 63 Dollar, mal 200% hier nach oben gemacht. Dann war das Top erreicht. Eins, zwei, dreimal versucht weiterzulaufen. Im Prinzip ein Triple Top hier drin. Dann kamen die Kurse runter. Jetzt aktuell sehen wir hier den Ausbruch aus der Wolke. Wir sehen Rot unter Violett. Wir sehen den Kurs unterhalb Rot, unterhalb Violett. Die Wolke ist im Prinzip auch noch rot, die wir hier sehen. Wir sehen, dass Gersh-Trend negativ ist. Wir sehen, dass wir ja, hier ein erhöhtes Volumen haben in den Versuchen nach oben zu kommen, was dann ziemlich dramatisch wieder abverkauft wird. Sieht alles nicht so besonders bullisch aus. Schauen wir mal kurz mit unserem Chance-Risiko-Tool, wenn wir hier jetzt den Einstieg nehmen und stoppen uns oben an den Hochs ab. Jetzt haben wir gesagt, wir hätten ein Kursziel, das liegt so ungefähr bei 41. Das ist mir schon fast ein bisschen wenig. Ne? Das ist mir schon fast ein bisschen wenig. Wir schauen mal noch, was wir auf der anderen Seite kriegen. Vielleicht, wenn wir den Stop ein bisschen enger ziehen, ja, dann kommen wir hier so in den 1,3, 1,4 zu 1. Wenn wir ganz eng gehen, direkt ans Hoch von heute. Im Prinzip möchte ich nicht mehr sehen, dass solche Momentumbewegungen hier noch unterschritten werden, also dass die komplett zurückgeholt werden. Dann liegen wir hier so bei einem 1,5 zu 1 ungefähr. Das wäre also noch was, was wir eventuell hier umsetzen könnten. Aber wir schauen erstmal, ob wir vielleicht noch was Schöneres finden. Intel. Ja, Intel hatte hier, glaube ich, ganz gute Zahlen gebracht. Oder hatte irgendeine andere Nachricht. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe es auf jeden Fall mitgekriegt, dass Intel hier einen ziemlichen Schub gemacht hatte. Da lagen wir hier so bei knapp 10%, war vorbörslich auch ein bisschen mehr. Kommt jetzt hier auch deutlich wieder runter, hat das Gap geschlossen und läuft weiter nach unten. Ist natürlich nicht besonders bullisch. Ja. Aber der Stop müsste hier sehr weit weg liegen. Das sind über 10% hier nach oben. Und dementsprechend fällt das Setup für uns schon mal aus. Das können wir hier nicht mehr umsetzen. Und hier unten wartet auch ein ziemlich dicker Unterstützungsbereich. Von daher finde ich Intel jetzt für die Short-Seite nicht so interessant. HST. Ja, Host Hotels, okay. Wochenchart. Naja, ziemlich stark begrenzt hier oben bei 18, 19. Ne? Dicker Widerstandsbereich. Hier unten aber auch schön unterstützt aktuell. Da können wir uns richtig gut hier die Level einzeichnen. Hier unten ist das Unterstützungslevel. Das läuft bis hier und auf der Oberseite hier haben wir das Widerstandslevel. Ja. Also ein bisschen gefangen hier zwischen Unterstützung und Widerstand, würde ich eher als Seitwärtskandidat für die nächsten Wochen hier auf der Uhr haben. Ist nichts, was ich unbedingt shorten möchte. Von daher fällt auch diese erstmal weg. Okay, gucken wir weiter durch, ob wir noch irgendwo was auf der Short-Seite haben. Da haben wir hier noch Hannes Brands. Wow. Da ist Druck drauf heute. Sind wir aktuell schon, schauen wir es uns mal kurz an. Da sind wir hier aktuell schon, boah, 7% runter heute. Das ist natürlich ärgerlich. Das wäre ein schönes Setup gewesen. Wir sind hier von unten in die Wolke gelaufen auf dem Tageschart und haben dann unser Setup gekriegt hier für die Short-Seite. Haben dann diesen schönen Ausbruch hier unter 17, 19 gesehen. Das wäre das Einstiegslevel gewesen. Wirklich mit dem Ziel auch nur hier unten bis in den 16er Bereich und oberen 15er Bereich, weil wir auf dem Wochenchart hier direkt in die Wolke reinlaufen. Also Unterstützung auf dem Wochenchart und von daher die Ziele nicht so weit nehmen hier. Da sind wir schon fast dementsprechend. Fällt auch das hier weg. Was haben wir hier? Globe Life sieht von der Entstehung her ganz ähnlich aus wie die Hannes Brands, die wir uns gerade angeschaut haben, nur dass wir hier noch nicht nach unten ausgebrochen sind. Ja, Unterschied ist, wir haben jetzt hier eine grüne Wolke. Bei Hannes hatten wir gerade eine rote Wolke, ist also deutlich bearischer vom Gesamtbild. Aber insgesamt sehen wir, na, Gersh-Trend ist auch hier bearish. Wir haben eine Korrektur gesehen an den Widerstandsbereich und könnten jetzt hier ein bisschen nach unten kommen. Schauen wir uns das Ganze mal kurz auf der Woche an. Ja,
So. Ah, der Peter fragt, ob die Signale nicht erst zum Schlusskurs kommen. Nein, die kommen eben nicht zwingenderweise erst zum Schlusskurs. Das Einzige, was sich erst zum Schlusskurs entwickelt, ist der Görsch-Trendindikator. Also den Görsch-Trendindikator, den können wir hier immer nur vom Vortag checken. Der verändert sich aber auch nicht so dynamisch von einem Tag zum anderen. Deswegen ist das nicht weiter tragisch. Aber die Signale aufgrund der Ichimoku-Indikatoren, die sind in der laufenden Entstehung durchaus handelbar. Ja. Okay, also schauen wir mal kurz von der Woche, wo wir hier das große Support-Level haben. Ja, das ist im Prinzip dieses hier. Das läuft so hier oben rein bis 88. Viel mehr könnten wir da also erstmal als Kursziel gar nicht anvisieren, den 88er Bereich. Und wir müssten uns hier oben bei 93 abstoppen, hätten den Einstieg hier bei 90, 80. Macht alles auch nicht so viel Sinn, ne? Wenn wir mal schauen. Da liegen wir hier mit bis 88er Bereich, liegen wir hier gerade mal mit einem 1,1, 1,2 zu 1. Ist auch nicht so super ideal. Was haben wir noch auf der Short-Seite? Im Pinnacle kriegen wir hier noch, die ist aber auf Tagesbasis hier grün aktuell, ist also auch nicht so interessant. Die zeigt im Moment hier keine Schwäche. Was haben wir noch? Insight sieht genauso aus. Ja, auf Tagesbasis hier grün. Also auch da sehen wir keine Schwäche. Und das war es dann auch erstmal. Welche hatten wir hier vorhin als interessanten Wert drin? Die Kohls, glaube ich, ne? Genau, die Kohls hatten wir gesagt. Da könnten wir tatsächlich in diesen harten Break hier noch reingehen. Ich hatte von den Signalen vom Vortag, also vom Freitag hier schon einen Wert aufgebaut, und zwar diesen hier. Das ist, wenn wir hier einmal drauf schauen, Newell Rubbermaid. Da hatten wir von gestern hier den Kumo Breakout, also den Breakout aus der Wolke. Das ist dieser hier. Und jetzt seht ihr vielleicht, dieses Bild, was wir jetzt hier haben, ist ganz ähnlich wie das, was wir uns eben angeschaut haben bei der Aktie, die hier schon 8-9% unten war, die also schon fast in diesen Zielbereich reingelaufen ist. Und das sind dann diese Setups, die ich ganz gerne trade, wenn ich sie denn rechtzeitig sehe. Wir haben also hier, wenn wir mal schauen, den Hochkurs am Freitag bei 22,99, den vom Donnerstag, haben den Hochkurs vom Freitag bei 23, also einen Tick höher. Und jetzt haben wir im Prinzip hier genau das Gleiche, wie wir uns vorhin auf Indexbasis angeschaut haben, nämlich wir haben hier ein Bearish Engulfing. Also wir haben einen Preis, der ist in der Korrektur, der Markt ist ganz klar im Abwärtstrend. Ja, schauen wir uns einfach nur mal hier die letzten Sequenzen an, dann sehen wir das. Der Markt ist klar im Abwärtstrend. Wir hatten hier ein kleines Unterbrechungshoch und dann ein neues Tief, also deutlicher Abwärtstrend. Wir haben auch innerhalb dieser Abwärtsbewegung hier den intakten Trend. Also fallende Hochs, fallende Tiefs sind nicht über dieses letzte Hoch hier hinausgelaufen. Ja, also die übergeordnete Abwärtsbewegung ist hier noch intakt. Dann hatten wir einen Wert, der hier an das Widerstandslevel, nämlich an die Wolke rangelaufen ist und dann am Freitag hier so ein Bearish Engulfing gezeigt hat. Sehr, sehr negativ. Ja, und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen hier von den Zielmöglichkeiten, die wir haben, da haben wir natürlich einmal hier das letzte Tief. Das ist die erste Variante, die man hier als Ziel nehmen kann. Und selbst bis zu diesem letzten Tief hatten wir hier vom Einstiegslevel bis zum letzten Tief hier so ungefähr 1,1. Was wir jetzt aber hier drin haben, ist eine schöne alte Korrektur. Und da machen wir im Prinzip in der Short-Richtung das Gleiche, wie wir sonst in Long-Richtung machen. Wir schauen uns nämlich an, wie groß war diese letzte Aufwärtskorrektur hier. Die ist hier gelaufen von 21,50 bis 24,70. Und jetzt gehen wir mal hier runter und dann sehen wir, oh, okay, wir haben hier prinzipiell ein Kursziel, das geht runter bis ungefähr 18,40. Und deswegen habe ich mich jetzt hier mal auf die 18,61 gelegt als Zielbereich. Ich weiß aber, dass wir ungefähr hier bei knapp unter 21 erstmal auf eine Unterstützung treffen könnten. Das Ganze könnte dann ungefähr so ausschauen.
Ja, wie hier das erste Tief und dann das zweite Tief quasi nochmal aufs gleiche Level und dann gab es eine Korrektur. Da müssen wir dann hier am Ende auch mitrechnen. Das ist das erste Tief, dass wir hier vielleicht nochmal ein zweites Mal dieses Tief anlaufen und dann eine Korrektur sehen. Und dann wird es eben entscheidend werden, ob wir dann am Ende noch unten durchgehen oder nicht. Aber prinzipiell ist es so, dass wir hier ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis generieren können in einer Aktie, die übergeordnet klar abwärts gerichtet ist. Wir können noch mal auf den Wochenchart gehen. Ja, da sehen wir auch auf dem Wochenchart hier, Görschtrend ist deutlich negativ, hat hier einmal ganz kurz versucht, wieder in den positiven Bereich zu gehen, ist innerhalb von 2 Wochen wieder abverkauft worden. Sehr dynamische Bewegung hier. Und wenn wir uns jetzt hier noch mal die letzte Sequenz anschauen, dann sehen wir im Prinzip, ja, dass das eine wirklich schöne, saubere Trendsequenz ist. Die läuft immer bis zu den alten Tiefs hier, macht ein neues Tief, macht das Retracement auch wieder hier in den Bereich des alten Tiefs, macht ein neues Tief und macht hier das Retracement wieder in den Bereich des alten Tiefs, generiert ein neues Tief. Okay? Also, das ist das, was ich sehen will. Eine ganz schöne, saubere Abwärtsbewegung. Wenn wir auf den Wochenchart hier schauen, dann sehen wir eindeutig, der Kurs ist hier aus der Wolke nach unten ausgebrochen. Wir sehen, Rot läuft unterhalb von Violett. Der Kurs ist unter beiden Mittelwertslinien hier. Das ist negativ. Die blaue hier ist deutlich unterm Kurs. Das ist negativ. Also wir haben hier im Prinzip auf Wochenbasis alles negativ. Zumindest aus Ichimoku und Görschtrend-Sicht. Und auf Tagesbasis sieht das Bild fast genauso aus. Das Einzige, was hier jetzt nicht negativ ist, ist, dass wir noch oberhalb der roten Linie hier sind. Alles andere ist negativ und dementsprechend ist das etwas, was hier durchaus ja, Sinn macht, das auf der Short-Seite zu traden. Okay, ich sehe schon, hier kommen ein paar Basiswerte rein, die hier gefragt werden. Da gucken wir gerne gleich nochmal drauf. Der Heinz hat hier noch gefragt, das CRV-Tool, ob das vom Agena Trader ist oder ob das von mir ist. Das ist tatsächlich vom Agena Trader. Ich habe es nur verändert. Ja, das ist, man sieht es, wenn ich hier drauf gehe. Es ist ein Fibonacci Retracement Tool und ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht, als hier bestimmte FIB-Werte einzutragen. Ja, nämlich einfach nur eine 0, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5 und dann kriegt ihr automatisch diese Darstellungsvariante 1 zu 1, 2 zu 1, 3 zu 1, 4 zu 1, ja, das sind dann diese ganzen Level, die hier auftauchen. Also na, man schaut dann immer Einstieg, na, Stop, so ungefähr. Na, das ist dann hier jetzt Einstieg und Stop. Auf dem Tageschart sind wir jetzt hier. Na, und dann sehen wir, 21,18 ist 1 zu 1, runter bis 20 ist 2 zu 1, runter bis 19 ist 3 zu 1. Okay, kann man sich relativ einfach selber bauen und wir haben ja die Möglichkeit im Agena Trader hier verschiedene Varianten abzuspeichern. Also ich kann auch hier einfach hingehen und kann sagen, ich möchte jetzt nicht diese CRV-Darstellung haben. Ich will jetzt einfach nur mal ein 1 zu 1 sehen, dann bleiben hier nur 1, 2, 3 Linien. Ja, oder ich möchte meine Standard Retracement Level hier sehen. Na, das sind 30%, 50, also 33%, 50% und 66% Retracement. Na, und da sehen wir auch nochmal, ist diese letzte Korrektur, die wir hier gesehen haben, ziemlich genau hier bis in den 50% Korrekturbereich gelaufen. Das ist etwas, was ich sehr gerne sehe und entsprechend bin ich dann hier auch gern bereit, die Short-Seite zu nehmen. Der Markus fragt, gute Frage, wenn du ein Long-Einstiegssignal erhältst und umsetzen willst, dann lässt du dich häufig einstoppen, wenn der Kurs am nächsten Handelstag über dem Tageshoch des Signaltages liegt. Ein bisschen unterschiedlich. Also, wenn ihr euch vielleicht auch die alten Folgen bei YouTube mal anschaut, hier aber auf dem FX Flat YouTube-Kanal, dann seht ihr ja, wie diese Trades geplant werden. Und da schaue ich, wenn gerade bei diesen Swing Trades auch gerne auf Zwischenhochs und Zwischentiefs, also auch auf relative Hochs und Tiefs und nicht unbedingt auf die Signalkerze. Also ich schaue auch immer drauf,
wie ist die letzte Bewegung gelaufen, ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle irgendwo bei 24,30 oder bei 24,40, ne, hier jetzt ein Long Setup kriegen würden, wo das Tageshoch an diesem Niveau liegt, 24,44, dann würde ich meinen Einstieg trotzdem oberhalb von diesen beiden Hochs hier wählen, weil ich sagen würde, hey, da möchte ich erst mal sehen, dass sich hier auch tatsächlich ein Trend weiter fortsetzt und dass wir über diese Hochs gehen. Aber ja, ich lasse mich sehr gerne einstoppen für diese Art des Tradens und zwar in beide Richtungen, ne? Sowohl Long als auch Short. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir vielleicht noch mal kurz die Long-Setups durch, was wir hier eventuell noch finden. Ach, jetzt haben wir hier den Einstieg nicht genommen. Hatten wir ja überlegt, ob wir den Einstieg noch nehmen bei der Coles. Vielleicht nehmen wir den einfach mal noch. Was haben wir denn jetzt da an Stop? Das sind ungefähr 4,50 $, 5 Dollar als Stop. Da sind wir bei 10 Aktien, sind wir bei 50 Dollar. 20 Aktien sind 100 Dollar. Dann nehmen wir doch einfach mal 50 Aktien auf der Short-Seite, dann haben wir ein Risiko von ungefähr 250 Dollar und die können wir dann hier jetzt auch Market quasi verkaufen, weil wir eben schon unter diesen Tiefs hier sind. 25. So. Dann packen wir jetzt den Stop tatsächlich hier über die Tageskerze. Das ist dann eine Kauf-Stop-Order für 25. Und unsere Ziele, die können wir hier auch wieder relativ einfach suchen. Das hatten wir gerade schon kurz gemacht. Wir haben uns das hier angeschaut. Na, wo liegt dieses nächste Kauflevel hier auf dem Wochenchart unten? Ich vergrößere das noch mal kurz. Ja, hier liegt das nächste Kauflevel auf dem Wochenchart. Da sind wir dann unten bei 41 und dementsprechend legen wir uns hier knapp über 41 mit dem mit der Zielorder. Nanu. So. Die verknüpfen wir jetzt noch mit so einer If-Dann. Ja, dass wenn mit so einer OCO, ja, dass wenn die eine ausgeführt wird, dann automatisch die andere gecancelt wird. Und dann haben wir jetzt hier also auch noch mal eine zweite Short-Position. Und die nehme ich hier jetzt noch schnell in die Shortliste rein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir heute vielleicht erstmal gar nicht weiter nach Long-Positionen, ja, weil die Märkte doch jetzt auch ziemlich schwächeln. Wir sind im Russell gerade 1,6% hinten, im Dow ungefähr 1%, im Nasdaq 1% im Minus, S&P 500 0,7% im Minus. Wir sehen, dass wir hier doch Druck kriegen auf die einzelnen Aktien. Dann lassen wir uns jetzt mal hier auf der Short-Seite heute verweilen. Dann schaue ich gerne jetzt noch mal kurz in die Werte, die hier gefragt worden sind. Da hatten wir, das machen wir einfach mal. So, die Siemens Healthineers ist gefragt worden. Da können wir gerne mal drauf schauen. Die sieht relativ stark aus momentan. Also, Josef, schauen wir mal drauf. Ja, wir sehen das hier auf der Wochensicht schon alleine, wenn wir hier in den Görsch-Trend schauen, was da für eine Dynamik im Moment drin ist. Und im Prinzip war das Ganze mittelfristig hier auf der Long-Seite zu sehen, seit wir hier diesen Wechsel gesehen haben, diesen dynamischen Wechsel von einem negativen Görsch-Trend auf Wochensicht auf diesen doch sehr positiven Görsch-Trend auf Wochensicht. Das heißt, mit dem Ausbruch über diese zwei Wochenkerzen und dem weiter ansteigenden Momentum hier ist das Ganze im Prinzip mittelfristig auf der Long-Seite zu nehmen. Ja, dann kann man im Prinzip hier immer mal schauen, was kriegen wir denn auch an Korrekturmustern hier drin. Und das sind dann gerne so typische Dreiecke. Ja, oder hier auch mal diese Bullflex im Weekly. Jetzt im Moment haben wir hier kaum eine Möglichkeit, irgendwie einzusteigen. Wir haben uns sehr weit weg entfernt von der Wolke. Es ist alles positiv, da brauchen wir gar nicht groß drüber nachdenken. Aber wir sind wirklich sehr weit weggelaufen von der Wolke und haben jetzt hier im Prinzip die vierte Woche schon, an der wir oder in der wir an diesem 68er, 67er Level jetzt hier kämpfen und auch immer wieder abgewiesen werden. Das können wir uns jetzt nochmal auf Tagesbasis anschauen.
Ja, also auf Tagesbasis ist es natürlich das Gleiche. Wir sind extrem bullisch, wir sind sehr, sehr positiv. Man sieht hier auch mit dem letzten Ausbruch über diese Zwischenhochs, ne, sehen wir dann auch, wie hier sofort die Dynamik in den Görstrend reingekommen ist. Also dieser Ausbruch hier war auch durchaus nochmal handelbar. Da haben wir dann hier auch wieder so eine kleine Korrekturformation gekriegt. Ne, so. Und so, da sind wir dann nach oben rausgegangen und jetzt scheint sich das Ganze hier aber erstmal erledigt zu haben. Also wir haben hier den Widerstandsbereich, wir sind jetzt hier wieder gescheitert und wenn ihr mal kurz auf die Tageskerze schaut von heute, die ist ja schon durch, 17:30 ist ja vorbei, dann sehen wir, na, wir haben hier im Prinzip auch so ein Bearish Engulfing. Neues Hoch, neues Tief, na, also hoch überm Freitagshoch, tief unterm Freitagstief. Kerze stark negativ geschlossen, ist ein Bearish Engulfing. Na, eine bearische Reversal-Kerze. Genau das gleiche haben wir hier auch schon gesehen. Eine bearische Reversal-Kerze. Höheres Hoch, tieferes Tief, schwach geschlossen. Was ist passiert? Na, wir haben einen deutlicheren Rücksetzer gesehen. Das würde ich jetzt hier auch erwarten. Einen deutlicheren Rücksetzer vielleicht in diesem Bereich hier. Und dann kann man mal schauen, ob wir uns hier fangen und von da an wieder in die Long-Richtung gehen. Das ist das, wie ich das hier im Moment sehe. Also sieht insgesamt bullisch aus, aber nicht unbedingt zu diesem Niveau. Boeing ist im S&P 500. Da schauen wir doch mal gerade. BA, da haben wir es. Boeing. Ja, sieht nicht so super positiv aus, ne? Also Boeing auf dem Wochenchart, ja, sehen wir, ist noch über der Wolke, aber der Kurs ist komplett unter Rot, unter Violett, Rot läuft unter Violett, Blau ist unter Rot, also das ist ein Abwärtstrend. Ne? Das ist ein Abwärtstrend, sehen wir auch hier am Görstrendindikator, läuft klar abwärts, kann bis wohin gehen, na mal locker hier bis zur Wolke, ne? Mal locker so bis 176, $177. Dann würden wir im Prinzip erst hier den Support-Bereich testen. Bis dahin ist Platz. Warum? Relativ schnell zu finden. Wenn wir mal hier reingehen. Wenn wir mal hier reingehen. Na, dann sehen wir, das letzte Tief ist unterschritten. Und das letzte Hoch hier haben wir noch nicht erreicht. Ja, also könnten wir hier mal locker bis in diesen Bereich runtergehen. Ja, und jetzt sieht man auch, man muss hier im AT mit der Wolke immer ein bisschen aufpassen, ja, weil die verändert sich etwas, wenn wir hier reinscrollen oder rausscrollen. Na, dann haben wir hier mal ein bisschen mehr Platz und mal ein bisschen weniger Platz. Das ist etwas suboptimal, aber wir schauen am Ende eher hier auf die Kurslevel und sehen eben, okay, wir haben noch Platz nach unten. Wir befinden uns momentan hier bei 196, haben also, so wie wir das gerade gesehen haben, mal hier so locker $20 Platz noch nach unten vom Wochenchart. Im Tageschart, ja, sehen wir, wir sind unter der Wolke. Ja, egal, wie wir das hier anstellen, wir sind unter der Wolke. Da ändert sich auch nicht viel. Und sehen auch, dass wir in einem klaren Abwärtstrend sind. Auch Görstrend hier ist klar abwärts gerichtet. Und zwar im Prinzip durchgehend mehr oder weniger seit Juni, also seit Mitte diesen Jahres. Hier aus dem 240er Level sind wir jetzt inzwischen schon runter auf 196. Das Bild sieht am Ende hier nicht viel anders aus. Wir haben uns gerade diesen Bereich hier rausgesucht, 176, 177. Das ist das letzte Hoch hier, das ist dieses letzte Tief. Ich könnte mir aber auch sogar vorstellen, dass wir vielleicht dieses Gap hier schließen. Ja, dass wir hier sogar in den Bereich um $160 gehen. Also das sieht alles recht negativ aus. Finde ich nicht so super für die Long-Seite. Wäre für mich eher ein Kandidat, der für die Short-Seite interessant ist. Okay, das Letzte, was wir jetzt hier noch drin haben, ist eBay ist noch gefragt worden. Auch da können wir mal kurz reinschauen. eBay haben wir hier. Fangen wir auch in der großen Zeitebene an. Wochenchart, ne? Also sehen wir, wir sind hier deutlich heruntergekommen. Wir haben einen sehr starken Bullrun gesehen. Ne? Von hier an
Also mit Überschreiten dieses letzten Hochs hier bei 39, knapp $40 war das Ganze für die Long-Seite zu nehmen. Schöne Bewegung hier, 100% rauf bis auf $80. Also 100% hat die Aktie gemacht hier vom Wechsel Görstrend bis zum Hoch, 100%. Und das, was wir jetzt hier sehen, das sind erste Achtungszeichen. Na, die hatten wir hier schon mal. Da sind wir hier schon mal im Görstrend runtergekommen und sehen auch hier diesen Abwärtstrend, der sich hier auf Wochenbasis etabliert hatte. Und jetzt kommen wir hier noch schneller, noch dynamischer runter als in dieser letzten Bewegung. Spricht für mich dafür, dass wir hier vielleicht noch nicht fertig sind, sondern dass das Ganze noch mal eine Etage weitergeht, spätestens wenn wir dann hier auch rot drehen. Wir hatten hier eine bearische Divergenz drin. Wir haben also hier steigende Hochs im Preis und haben hier fallende Hochs im RSI drin. Das ist eine bearische Divergenz. Auch da würde ich immer mal drauf schauen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Aufwärtsbewegung vielleicht vorbei sein könnte. Und wir sind jetzt unter das letzte Tief gegangen. Wir haben also diese intakte Aufwärtssequenz, die ich zeichne sie mal kurz hier ein, die von hier an im Prinzip gelaufen ist. Ja, das war die letzte Aufwärtssequenz hier. Schön steigende Hochs, steigende Tiefs. Die haben wir jetzt hier gebrochen. Na, und wenn man sich die Bewegung hier anschaut, auf Wochenbasis, dann sehen wir auch, dass wir hier in einem sich entwickelnden Abwärtstrend drin sind. Also alles nicht mehr besonders positiv auf Wochensicht. Schauen wir uns an, wo die nächsten Unterstützungslevel liegen. Hier unten, so bei 61. Ne? 61, das sind so 8% ungefähr in der Aktie, 9% bis $61 runter. Und auf Tagesbasis, ja, sieht das Ganze so aus. Hier sind wir sehr negativ schon. Auf Tagesbasis sind wir hier schon in einem intakten Abwärtstrend. Ja, das ist die Trendbewegung. Also wir sind hier auf jeden Fall in einem intakten Abwärtstrend. Wir haben jegliche Aufwärtstrends gebrochen. Wir sind an dieser Stelle hier bei 70, $71 ungefähr, sind wir unter die Wolke gerutscht. Das war im Prinzip auch ein schönes Short-Setup, nämlich mit dem Ausbruch dann auch noch unter dieses Zwischentief. Na, Görstrend ist im Prinzip seit hier schon negativ. Hier fing das Ganze an. Da haben wir es noch mal kurz versucht, positiv zu drehen und dann spätestens seit dieser Kerze hier, wo wir dann hier auch das erste Mal dieses zunehmende Momentum in der Abwärtsrichtung haben. Spätestens von da sind wir dann hier auch klar negativ, klar abwärts gerichtet. Und jetzt sehen wir noch, na, wie hier noch das Volumen zugenommen hat in der Abwärtsbewegung. Na, wir sehen, wie das Momentum hier angezogen hat. Also im Prinzip dieses Ausbruchslevel hier unter 70, $71, das war ein gutes Short Setup. Jetzt im Moment haben wir hier im Prinzip Folgendes. Ja, das ist mehr oder weniger eine Bear Flag, na, die sich hier entwickelt hat. Wenn wir da unter das Freitagstief jetzt fallen, dann sollte sich diese Abwärtsbewegung erstmal weiter fortsetzen. Ne? Und wie gesagt, vielleicht bis in diesen Bereich hier, bis in diesen Unterstützungsbereich hier unten. Ne? Um, was haben wir da? 60, $61. Durchaus möglich. Chance-Risiko-Verhältnis kriegt man hier auch noch ganz vernünftig zusammen. Tief von Freitag bis zu diesem Zwischenhoch hier oben. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen weitergehen. Gehen wir so bis knapp, ja, knapp drüber. Und dann sehen wir, wir haben hier bis 60,30 schon locker ein 2 zu 1. Sieht also gar nicht so verkehrt aus für die Short-Seite. Also auch eBay nicht mehr besonders bullish. Okay. Gut, schauen wir kurz nochmal, was wir für heute noch aufgebaut hatten hier. First Energy, das war einer der wenigen Werte, die hier sehr, sehr stark sind momentan. Wir haben gesagt, wir können uns noch auf Werte konzentrieren, die sehr bullish sind, die sehr positiv sind, die im Schnitt besser laufen als der Gesamtmarkt. Wir haben einen Wert, der hier in einem schwachen Marktumfeld, ja, S&P hier fast 1% hinten, Nasdaq fast 1% hinten, in einem schwachen Marktumfeld hier gerade ein neues Hoch generiert. Gucken wir noch mal kurz auf den
Wochenchart. Ja, und dann sehen wir nämlich auch, wo das Ganze hinlaufen kann. Aus dem Wochenchart kriegen wir hier im Prinzip das Kursziel. Das ist die letzte Korrektur nach unten. Und diese Korrektur, die können wir hier dranlegen und kommen in den Bereich um 44 Dollar. Und das ist das Kursziel. Jetzt haben wir hier ein Zwischentief, das liegt bei 37. Und dadurch können wir hier ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis generieren. Mit dem Ausbruch hier oben raus, na, den Stop hier unten drunter. Und dann liegen wir hier so bei einem 1,6, 1,7 zu 1 fast. Das ist ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis, mit dem wir hier arbeiten. Und entsprechend war ich hier durchaus bereit, die Long-Seite da zu nehmen. Gucken wir uns das nochmal aus Richtung der Chartformationen an. Und dann haben wir hier Folgendes, nämlich im Prinzip so eine schöne Tasse-Henkel-Formation. Und hier machen wir es ganz klassisch. Wir haben den Stop unterm Henkel, haben die Höhe der Tasse quasi hier oben als Ziel, ja, und setzen das Ganze ganz stur nach Regelwerk um, nicht mehr und nicht weniger. Also das ist das, was wir auf der Long-Seite hier neu haben. Ja, Uniper hatten wir gesagt, läuft noch. Analog Devices hatten wir uns angeschaut, läuft noch. Und in der Short-Richtung haben wir jetzt die NWL hier. Die hatten wir schon aufgebaut und haben jetzt hier noch relativ frisch dazu genommen. Die Kohl's Corporation. Etwas verspäteter Einstieg wäre ein bisschen ein paar Ticks früher hier besser gewesen, aber das sind im Moment die Trades, die hier laufen. Und jetzt seht ihr vielleicht schon, was sich verändert hat im Vergleich zu vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen hatten wir nur Long-Positionen und zwar mehrere. Jetzt haben wir hier aktuell noch 1, 2, 3 Long-Positionen und die stehen jetzt momentan 2 Short-Positionen gegenüber. Und das ist im Moment das Bild, was die Indizes uns geben, wo wir halt einfach drauf Rücksicht nehmen müssen. Wir sehen anhand der Bewegungen, dass das Ganze durchaus Sinn macht, hier mal die Short-Seite auch mitzuspielen. Ja, DAX haben wir uns ja vorhin schon angeschaut eigentlich. Na, das hier war der DAX. Da haben wir vorhin schon mal drauf geguckt. Der hängt hier im Moment so im Niemandsland fest. Wir haben, ich nehme mal kurz den Ichimoku raus, dann haben wir mal nur das Chartbild. Ja, so sieht das Chartbild aus. Was als erstes hier auffällt, ist natürlich der negative Görstrend, der immer noch negativ ist, obwohl wir hier eine sehr dynamische Bewegung hatten. Aber ich habe es ja auch gerade schon gesagt, das sieht hier mir sehr, sehr squeezig aus, sehr arg nach Short Squeeze. Wir haben ja einen Versuch gehabt, hier aus einer Bull Flag auszubrechen heute. Der ist kläglich gescheitert. Wir sind direkt wieder zurückgeschoben worden. Das ist nicht besonders bullisch. Und wenn wir uns das übergeordnete Bild hier angucken vom DAX, ja, dann ist das im Moment dieses. Ja, wir haben im Prinzip hier eine Abwärtskorrektur begonnen und wir könnten jetzt hier zumindest eine ABC sehen und dann geht das Ganze nochmal vielleicht in diesen Bereich hier um 14,7, 14,8. Ja, weil das große Unterstützungslevel, das liegt tatsächlich hier unten in diesem Bereich. Das ist das große Unterstützungslevel. Ja, und das ist für mich jetzt hier wirklich so ein bisschen Niemandsland. Ja. Der Widerstand, der liegt hier oben. Das ist Widerstand alles. Ja, ungefähr da, wo wir hier schon rangelaufen sind. Und dann bestimmt durch diese Tiefs hier, durch diese letzten Hochs hier, durch die beiden. Na, und durch den Beginn von dieser starken Abwärtsbewegung hier am 26. Also der gesamte Bereich hier 15.850 würde ich sagen, bis knapp 16.000 Punkte, das ist Widerstand. Und so sieht das momentan im DAX aus. Okay, Martin? das wäre es im Prinzip von der Seite gewesen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch in 4 Wochen wieder hier seid, wenn wir eben drauf schauen, wie sich die Short-Positionen entwickelt haben, wie sich die paar Long-Positionen entwickelt haben, die wir jetzt noch hatten. Und dann bin ich mal ganz gespannt. Das ist ja dann schon Januar. Typischerweise sehen wir im Januar noch mal so ein bisschen Inflows, Kapital, was in den Markt reinkommt. Ob wir dann doch wieder mehr auf der Long-Seite suchen werden oder ob sich das Ganze doch noch mal einiges dynamischer in die Abwärtsrichtung entwickelt hat und wir hier weiter auch die Short-Seite spielen wollen. Okay, das war es von mir. Ich weiß nicht, Nelson, bist du noch da? Bist du eingeschlafen? Hast du noch ein paar Ja, letzte Worte? natürlich bin ich da. Hörst du mich? Ja, klar, richtig.
Ja, sehr gut. Nein, ich war die ganze Zeit da und habe mich wie immer auf das Webinar gefreut und fand es auch heute wieder interessant. Möchte mich an der Stelle bedanken bei dir für die Webinare in diesem Jahr und wie gesagt, hatte ich auch schon am Anfang, dass ich mich auch auf das nächste Jahr freue und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer für das Interesse und immer wieder dabei sein. Kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Und so soll es halt sehr gerne dann auch im nächsten Jahr weitergehen. Gerne können Sie auch uns Feedback geben. Auch wir können wir uns ja immer verbessern. Von daher sehr erwünscht. Ansonsten ist ja noch Anfang der Woche. Die Märkte bewegen sich. Wünsche ich natürlich viel Erfolg beim Trading. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bleiben Sie aber auch gesund. Und falls ich den einen oder anderen in den nächsten Webinaren nicht mehr sehe, wünsche ich natürlich auch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und wünsche ich dir natürlich auch, Martin, falls wir uns Da nicht mehr schließe hören. ich mich auch gerne noch an. Wir sind ja Und du erst hast im natürlich das zusammen. Schlusswort. Okay. Ja, ich sage nur, da schließe ich mich natürlich gerne auch an, weil wir ja erst im Januar wieder zusammenkommen. Also dann auch von meiner Seite nochmal für alle ein paar schöne, ruhige Feiertage. Erholt euch gut und dann gehen wir frisch und munter wieder ins nächste Jahr zusammen. Und ich freue mich drauf und sage bis dahin, macht's gut und bye bye.